Guten Tag und willkommen zurück hier bei Nintendo Switch Sports. Ich habe schon einen Part Tennis aufgenommen, allerdings hatte der leider keinen Ton, also keinen Ton vom Spiel. Heißt, ich kenne das hier leider schon und nehme jetzt einen neuen Part auf. Eigentlich kein großes Problem, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und ich habe halt so ein paar Dinger ganz gut erklären können. Nicht schlimm. Einfach nochmal neu aufnehmen. Und es ist ja nichts, was eine Story hat. Also hätte das Ganze jetzt eine Story, dann würde ich sagen, okay, das ist ziemlich kacke, weil ich kenne die Story schon, ich habe da schon gespielt, ich weiß schon, wo die ganzen Sachen sind und so weiter. Aber jedes Match kann sich ja neu auswirken. Beziehungsweise kann anders ausgehen als das vorherige. Also, alles kein Problem. Ja, okay, das kann es jetzt bei einem storyrelevanten Spiel auch. Da kann ein Level auch anders ausgehen als der erste Versuch. Klar, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Es ist einfach nicht so schlimm wie jetzt irgendein Spiel, wo man bestimmte Level hat. Sowas wie Hyrule Warriors. Das war auch noch zu Ende spielen müssen. Oder irgendein Mario-Game. Sondern das hier sind einfach Matches, die unabhängig voneinander sind. Und die man ruhig spielen kann, ohne dass das vorherige Match wichtig ist. So. Und man sieht schon, auf schwer sind die Comps ziemlich gut machbar. Ich muss mich noch nicht wirklich anstrengen. Aber später, wenn die Comps dann auf sehr schwer gestellt sind, dann geht's ab. Also, da habe ich in dem originalen Part habe ich auch nur gewinnen können, weil die Comps sich dumm angestellt haben und bei einem, hier, bei sowas zum Beispiel, nicht geschmettert haben. Die haben da, wo sie die Chance hatten, nicht geschmettert. Ich glaube, dreimal oder so. Und nur deswegen konnte ich gewinnen. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt so läuft. Gehe auch direkt nach dem ersten Match hier rein. Anfangs hatte ich 3 Matches gemacht. Also ein 3-Punkt-Match. Oder 3-Spiele-Match, was auch immer. Aber das ist gerade hier bei dem sehr schweren... Geil. Direkt erster Punkt. Das ist gerade hier bei den sehr schweren Comps kritisch für die Partlänge. Also lassen wir das mal sein. Oh, was zum... Wie konnte ich denn so gut spielen noch? Was? Also im originalen Part habe ich mich darüber aufgeregt. Ja, die können die Bälle so gut spielen, obwohl die da hinhechten müssen. Und wenn ich einmal hinhechten muss, dann wird das direkt so ein Fail-Ball. Aber hier ist es jetzt genauso. Hier kann ich die jetzt auch gut spielen, die Bälle. Oder konnte ich gerade... Obwohl ich da so hinhechten musste. Krass. Okay. Nein. Ah, shit. Ich hab direkt gespürt. Ich hab's direkt gespürt. Schade. Man kann auch Schmetterbälle machen. Also Aufschlag-Schmetterbälle. Aber da muss das Timing stimmen. Okay, warum...
Warum schlägt er denn jetzt nicht? Was? Ach, scheiße. Mann, ich hatte so eine gute Punkteführung. Und ja, genau das meine ich halt. Oh, schön. Nein, nein, was tust du? Was tust du denn? Genau das meine ich. Bei den schweren Comms oder sehr schweren Comms. Kann man ruhig mal länger an so einem Match sitzen. Und länger brauchen, um zu gewinnen. Ach, scheiße. Ah, komm. Es ging so gut los. Es ging wirklich extrem gut los, aber ich hab's danach echt verkackt. Aber ja, hier bei dem Spiel ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass ihr das nicht wie bei Wii Sports behandelt, sondern der Schläger, beziehungsweise ihr müsst den Joy-Con wirklich so wie einen Schläger behandeln. Und auch schwingen. Also das finde ich ziemlich cool gemacht. Mit der Steuerung. Ich wollte mit dem vorderen schlagen. Sieht man das? Ja, da hat man es gesehen. Wollte er nicht. Cool. Ja, geil. Der war gut. Der war echt gut gespielt, der Ball. Das Problem bei mir ist auch, ich habe ja das Mikrofon stehen und ich kann mit der Rückhand nicht so gut spielen. Heißt, es wird oft ein ziemlich schlechter Ball. Und das... Ach komm ey, ne, als ob. Und das merkt man halt schon ziemlich, wenn man den nicht vernünftig spielen kann. Generell steht er auch noch rechts neben mir. Was? Jawoll! Also ich muss hier aufpassen, dass ich hier nirgendwo gegenschlage. Ich denke, wenn man echt in einem freien Zimmer ist... Okay, schön. Okay, der war gemein. Der war echt assi. Sehr gut gespielt. Ich denke, wenn man in einem wirklich freien oder leeren Zimmer ist oder halt mehr Platz hat generell, dann bockt der Spielmodus richtig. Okay, nice. Als ob. Ja, schön. Okay, geil. Mich irritiert manchmal, dass mein Mii den Schläger zur falschen Seite hält. Und das habe ich auch vorher schon sehr stark kritisiert, dass der Schläger nicht dahin gehalten wird, wo man auch den Joy-Con hinhält. Sondern der hält ihn auf die eine Seite und muss man den Joy-Con trotzdem... Also sagen wir, er hält ihn so, wie jetzt gerade da gezeigt. Vorhand. Und wenn man ihn auf die andere Seite bringt, man sieht schon, er macht das nicht. Auch nicht, wenn man da auf dem Spielfeld steht. Aber man kann dann trotzdem den Ball mit der Rückhand spielen. Man muss einfach nur in die Richtung schwingen. Und das ist, weiß nicht, das ist uncool gemacht. Was waren denn das gerade für Powerbälle? Jawohl, schön. Jawohl. Komm. Ich hab Bock. Nein. Ah, mein Gott. Warum? Hätte der jetzt mit dem Vorderen gespielt? Hör auf. Hör auf mit dem Quatsch. Hätte der jetzt mit dem Vorderen gerade gespielt, dann wäre es ein Punkt für die gewesen.
Ja, da hat man es gerade mega gut gesehen. Er ist instant drüber geswitcht. Scheiße, Mann. Oh, ich hasse das. Mit dieser dummen Steuerung. Sorry, aber schlecht gemacht. Was? Nein, 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 komm schon. Ah! Als ob. Komm, wir machen noch mal von vorne. Weil in so eine Situation möchte man eigentlich nicht, dass man 2 Punkte braucht. Los geht's. Da kann das Spiel ja endlos lang gehen eigentlich. Ich möchte schon entweder direkt verlieren. Warum spielt es... Warum spielt das Dreckschwein den Ball nicht? Ich möchte entweder direkt verlieren oder direkt gewinnen. Aber in so eine 2-Punkte-Führungssituation möchte ich nicht. Junge! Ey, was ist das? Also das ist jetzt wirklich wieder der Joy-Con herumspackt. Ich habe hier zwar alles weggeräumt, aber es funktioniert immer noch nicht so einwandfrei. Und wie ich den vernünftig erwischen konnte, frage ich mich auch. Ja, genau sowas. Nein. Ach Mann. Genau sowas ist beim letzten Mal passiert, wo ich gewinnen konnte. Aber ich finde auch, dass ich besser geworden bin. Wirkt sich zwar nicht so stark aus, weil ich hier, wie gesagt, noch die ganzen Sachen stehen habe. Mikrofon und ja, so ein, keine Ahnung, so ein Regal oder was das rechts neben mir ist. Und da möchte ich natürlich nicht gegenschlagen. Nice. Okay, sehr geil. Also kann ich mich hier nicht frei bewegen. Leider. Ach komm, ey. Wie konnte der denn den Ball gerade vernünftig spielen? Der war da überhaupt nicht dran. Ja, genau. Okay. Schön. Komm, ich muss den Ball wieder unter Kontrolle bringen. Nein, scheiße. Okay, das war krass Luck. Junge. Wenn man einmal schlägt, dann macht der aber auch nichts mehr, ne? Ich möchte den in solchen Situationen eigentlich mit dem vorderen Mi spielen. Aber wenn er das nicht nimmt, dann geht's auch nicht mal mit dem hinteren. Das finde ich ein bisschen kacke. Da haben die auf jeden Fall einen Vorteil. Der war sehr krass, der Ball. Den wollte ich aber auch so nicht spielen. Ich wollte ihn auf die linke Seite spielen. Oh mein Gott, war der gut gespielt. Oh mein Gott. Den will ich mir nochmal anschauen. Der muss genau auf der Linie gewesen sein. Holy shit. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass der Vordere den spielt. Nein. Komm schon, Mann. Spiel ihn doch richtig. Mann, Alter! Scheiße.
Och man, es ist so gut losgegangen und dann diese ganze Scheiße mit der Steuerung. Also die Steuerung ist echt kacke. Die ganzen Spielmodi könnten so gut sein, aber es ist einfach manchmal scheiße. Vor allem, dass man seinen Charakter nicht selber bewegen kann. Mega cool, wenn man den Charakter selber bewegen kann. Aber so ist es einfach nur Shit irgendwie. Ja, ich meine mit, ich weiß, mit zwei denselben Mies, wenn man zweimal auf dem Spielfeld steht, geht das nicht so gut, weil sich dann auch beide bewegen würden. Aber hey, dann macht das doch so, dass man mit dem linken Stick und mit dem... Halt's Maul. Dass man mit dem linken und dem rechten Stick jeweils halt einen Mii steuern kann. Oder dass man so wie bei Volleyball macht, dass man halt einen Kom bekommt. Easy. Los geht's. Wäre auch vollkommen okay, aber dann so die ganze Zeit? Nee, Mann. Vorne bekommt man halt einen Kom und dann steht man hinten und kann sich dann selber steuern. Aber so ist das einfach... Ach komm, ey. Aber so ist das einfach irgendwie... Ah, weiß nicht. So ist das irgendwie kacke. Und dass der Controller manchmal rumspackt, obwohl ich hier alles freigeräumt habe. Also die Capture Card weggeräumt und die Lautsprecher beiseite. Das ist auch sehr ätzend. Sehr schön. Wunderbar. Sorry, dass ich gerade ein bisschen stiller war, aber ich möchte jetzt eigentlich auch gerne mal so langsam den Part beenden, muss ich sagen. Nein! Mann! Aber so wird's nichts. Wenn ich zu viel will. Ja, komm, ey. Jetzt wird's lächerlich, so langsam. Und dass die, diese Aufstellung da am Anfang immer so lang dauert oder eingeblendet wird, was auch immer, nervt auch ziemlich hart. Okay. Wunderbar. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum der den so komisch gespielt hat, aber hey. Ich nehm's. Und da hätte ich den Ball jetzt auch gerne nach links gespielt. Da auch, nur er macht es halt nicht. Ich krieg gleich zu viel. Weil er auf der falschen Seite steht. Ich will nicht so spielen. Ich war... Oh, okay. Alter, was zum... Da hatte ich jetzt auch Glück. Ich hasse es so hart, dass man seine Seite nicht auswählen kann, mit der man spielt. Jetzt komm, lass es doch sein, Mann! Warum spiele ich den denn die ganze Zeit Kacke? Durchgehend spiele ich den Scheiße. Aber die können den ganz normal spielen die ganze Zeit. Oder was? Obwohl die da hinhechten müssen. Und dann, wenn es absolut nicht nötig ist,
dass sie da, also wenn es absolut unverdient ist für die, so wie eben mit dem Vordermann, wo er auch schlecht gespielt hat, da wird dann Kacke gespielt, oder was? Ja, komm. Hasse ich das hart. Ich hasse das so hart. Ich glaube aber auch, wie gesagt, dass das Problem einfach ist, dass ich hier nicht die Bewegungsfreiheit habe. Und dass ich, wenn ich hier mehr Platz hätte, was zum Teufel? Wenn ich hier mehr Platz hätte, dass ich dann auch den Schläger vernünftig bewegen könnte und dann genau dahin schlage, wo ich halt hinschlagen möchte. Aber so muss ich halt, den Schläger, beziehungsweise den Joy-Con halt, muss ich den Joy-Con ein bisschen komisch halten. Deswegen wahrscheinlich auch die Bewegungssteuerung denkt, ey, guck mal, du hast den Ball schlecht geschlagen, weil du den Schläger falsch gehalten hast. Das kann natürlich auch sein, aber weiß nicht, das wäre auch irgendwie cool gewesen, wenn man so einen, wenn es so einen Sitzmodus quasi geben würde, wo man dann, wo es einfach ein bisschen chilliger ist zu spielen. Von der Steuerung her. Nein. Scheiße. Ich will jetzt gewinnen. Ich gewinne das Match. So, es wird sich jetzt mal hier vernünftig hingesetzt. Bisschen von ganzen Müll entfernt. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock mehr so langsam. Jetzt spiel den Ball, bitte. Man schwingt auch manchmal den Controller und dann macht es auf jeden absolut nichts. Ich weiß nicht, warum ich auf jeden Fall sagen wollte, jetzt mach doch bitte. Ich will nicht mehr und spiel den Ball bitte vernünftig. Schade, dass der Vordere den bekommen hat und der war assi. Mann. Aber man sieht, sehr schwer trifft hier tatsächlich zu. Nicht wie bei den Poms, die, wenn man die auf schwer einstellt, das ist absolut nicht schwer. Es ist normal. Aber nicht schwer. Komm. Jetzt hau mal raus hier. Ja? Schön. Sehr gut. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal den Sack zumachen kann. Ja. Was? Junge, spiel den verschissenen Ball. Was soll das denn, Mann? Oh, es ist so lame. Okay, trotzdem 30-15. Alles, ja, okay, nicht alles gut. Es ist zwar trotzdem immer noch scheiße. Übelster Beschiss. Aber immerhin 30 Punkte jetzt. Mach doch bitte. So eine Scheiße, Mann. So eine Scheiße. Es funktioniert nicht vernünftig, diese Kacke. Ja, komm. Jetzt aber. Ja, warum war das jetzt ein gut gespielter Ball? Er spielt viel zu spät. 30-40. Alter. Holy fucking shit.
Da musste auch mal der Joy-Con dran glauben. Also langsam reicht's echt. Ich hab den Joy-Con oder die Joy-Cons, alle Joy-Cons von mir, habe ich mega gut behandelt. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich die irgendwie gegen die Wand geworfen oder so. Weswegen die nicht mehr funktionieren. Sondern sie funktionieren einfach so nicht vernünftig. Aber jetzt, nachdem der Joy-Con ein bisschen Kloppe bekommen hat, wirkt das so, als würde er wieder vernünftig funktionieren. Also schauen wir mal, was wir jetzt damit machen können. Schön. Wahrscheinlich liegt es nicht am Joy-Con gerade. Ja, okay, nice. Sondern daran, dass irgendwas auf dem Tisch stand. Oder Tisch steht gerade. Genau zu sein. Ein paar Dosen. Welche vielleicht die Signale reflektieren oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Was natürlich sehr arm ist, weil dass so ein paar Dosen das dann abwenden können, das Signal. Naja, uncool eigentlich. Aber das kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Oder am ehesten. Denke jetzt nicht, dass ich den Controller gefixt habe, indem ich den auf den Tisch gekloppt habe. Sondern dass das... Und das ist wahrscheinlich eher hier an den verrückten Gegenständen liegt. Ja, cool. Wow. Mann... Solche Plays will ich halt auch mal machen, nur es geht nicht. Er hält den Scheißschläger auf die falsche Seite und dann kann man den Ball nicht vernünftig spielen. Los geht's. Ah, Moment. Jetzt sieht man aber, dass er den... Schläger tatsächlich umdreht, wenn ich... nee. Dass er den Schläger tatsächlich rumdreht, wenn ich meinen Joy-Con bewege. Komisch. Los geht's. Jetzt spielen ihn doch mal bitte schlecht. Ich hab so gut gespielt und er muss dann wieder hinhechten, um da dran zu kommen. Und kann ihn auch so extrem gut spielen, oder was? Ja, komm. Also, das ist echt ein Triggerfest. Los geht's. Die Schwierigkeitsstärke. Weil das ist nicht schwer, das ist unfair. Das ist richtig, richtig unfair. Ja, haha, was? Lieg halt noch heftiger durch die Luft. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, komm, jetzt aber. Nice. Schönes Ding, auch Luck gehabt. Aber da die Bälle zurückzuspielen, während die geschmettert werden, ist auch jetzt nicht so leicht. 30-0. Sehr gut. Ja, schade.
Was? Ich hab doch gespielt. Und da jetzt auch schon wieder. Ich muss einmal hechten. Und ja, direkt schlechter Ball, sorry. Aber bei uns... Bei uns kommt er dann richtig gut. Nein, was? Nein! Spiel ihn doch vernünftig. So, das will ich mir jetzt nochmal... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, warum nehme ich den denn an? Okay, sehr schön. Alter. Warum nehme ich so einen Ball an? Er wäre so fett ins Aus geflogen. Nein, was? Luck. Richtig heftig Luck. Dass sein Charakter den Schläger jetzt in die richtige Richtung gehalten hat. Und es laggt gerade extrem. Ich hoffe, sieht man nicht in der... Obwohl, eigentlich ist es scheißegal. Dann würdet ihr mir zumindest glauben, dass es gerade laggt. Aber es laggt gerade einfach... extrem und ich weiß nicht, woran das liegt. Und schon wieder so ein Scheiß. Oh mein Gott, Alter. Also, das nervt extrem. Dieser Schwierigkeitsgrad. Der ist extrem scheiße. Aber am meisten nervt mich daran, dass ich eigentlich schon ein Spiel gewonnen habe im letzten Part. Also im Part, der halt keinen Ton hatte. Und ich den auch gern gezeigt hätte. Als Maul. Ja, komm jetzt aber. Was? Ja. Komm schon, Alter. Es ist so frustrierend einfach nur. Weil ich kann ja noch nicht mal nach links laufen, um den dann nach rechts zu schlagen oder so. Ich muss ihn ja immer in die Richtung schlagen, die mir vorgegeben wird. Ja, wow, cool. Okay, Leute. Ich schätze, jetzt letzter Versuch. Schade, dass ich es dann tatsächlich nicht mehr schaffe, hier ein Match zu gewinnen, aber ihr seht ja selber, was für ein Betrug das ist. Also dieser Spielmodus zusammen mit Badminton ist echt richtiger Beschiss auf sehr schwer. Könnte man die Charaktere selber steuern und würden sie den Schläger dahin halten, wo man... Ja. Würden sie den Schläger dahin halten, wo man den Joy-Con hinhält, wäre es wahrscheinlich echt geil. Vor allem auch gerechtfertigt, dass sie dann so stark sind. Aber es funktioniert... Ja, einfach nicht. Vernünftig. Hier würde ich jetzt gern nach links spielen, aber es geht nicht, weil... Ja, ist halt einfach nicht. Der Mii stellt sich halt kacke hin. Da wäre ich halt gern früher nach links gelaufen. Aber es geht halt nicht, weil man selber, also von alleine, moved.
Ist das ein Scheiß? Ist das ein heftiger Scheiß? Man könnte auch generell sowas machen wie in Fußball. Dass man halt so eine... Ja, okay. Gutes Spiel. Obwohl es mich echt hart abfuckt. Und sehr frustriert, muss ich sagen. Aber gut. Ja. Man könnte sowas machen wie in Fußball. Ah, ja, versuche ich ja, aber... Funktioniert halt nicht vernünftig. Das ist halt das große Problem. Man könnte sowas machen wie in Fußball, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, dass man so eine Sprint, so eine Ausdauerleiste hat, mit der man dann auch kurze Zeit etwas schneller laufen kann auf dem Spielfeld und dann könnte man richtig coole Matches machen. Wenn man sich auch selber bewegen könnte, sein Mii selber steuern könnte. Das wäre mega cool. So ist es halt leider echt ziemlicher Bullshit. Aber ja. Noch mehr zu den Fazit von allen Sportarten werde ich dann im nächsten und wahrscheinlich dann auch letzten Part bringen, wo wir dann einmal online spielen gegen die anderen Spieler, um zu schauen, was die so können. Ich denke, obwohl ich kann mir eigentlich beides vorstellen, ich denke zwar, es wird da fairer. Gerade weil man davon ausgehen muss, hey, die sind sehr gut. Also dann ist das quasi so ein fairer, sehr schwerer Modus. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die so gut sind, dass die diese einzelnen Micro-Plays, dass sie alles so gut drauf haben, dass man auf dieser Spielebene, so von wegen, ja, jetzt spiele ich den Ball dahin und dahin und dahin, dass die immer die perfekten Entscheidungen treffen, das kann natürlich auch sein. Aber ich hoffe, das wird nochmal ein richtig cooler Part und vor allem auch ein sehr fairer Part. Dass das tatsächlich so ist, dass sie nicht nur den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als als ja Spiel zu spielen, sondern dass es halt auch ansatzweise menschliche Spieler sein werden. Aber gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.